So, da sind wir wieder. Hallo, herzlich willkommen zu The Witcher 3. Mein Name ist Franconia. Wir haben ja in der letzten Folge, oder wir sind auf der Hochzeit mit, wie heißt die nochmal? Rashi? Oder Sari, Sanchi? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie sie heißt. Auf jeden Fall sind wir auf der Hochzeit mit ihr und wir sind ja der Geist Vlodimir, der Geralds Körper in Besitz genommen hat. Und wir haben diesen Feuerschlucker vor diesem Hund gerettet und wir hören uns mal an, was da noch geht. Du spielst doch hauptberuflich mit dem Feuer. Wie kannst du dich vor einem winzigen Köter fürchten? Er war ein Monster, ein Satan. Das sagst du. Und zwar als Feigling ohne Eier, mein Lieber. Oh, ich muss doch bitten. Ich bin kein Feigling. Ich bin nur vorsichtig. Was würde aus einem Feuerschlucker, der nicht vorsichtig ist? Er könnte sich den Mund verbrennen. Erraten. Das wäre geklärt. Die Vorstellung kannst du in deinem Zustand vergessen. Was soll das für ein Zustand sein? Sieh dich doch an, Mann. Ein Vagabund, der kaum gerade stehen kann, geschweige denn auftreten. Das ist doch Unfug. Ich bin Feuerschlucker, kein Stelzenläufer. Gerade stehen muss man beim Feuerschlucken nicht. Was? Ja, alles klar. Warte mal, gehen wir? Du kannst dich unterwegs ausnüchtern. Feuerschlucken, wie geht das? Ich würde Schock gern machen, ne? Komm. Das könnte meine einzige Chance sein. Wie funktioniert deine Feuerfresserei? Oh, man würde mich aus der Gilde werfen, wenn ich das verriete. Außer wenn du mein Lehrling wirst. Dann wüsstest du es in einem halben Jahr. So lange habe ich nicht. Komm, ich sag es auch nicht weiter. Wir haben zusammen getrunken. Wir sind wie Brüder. Du hast alles alleine getrunken. Du bist nicht mein Bruder. So wagst du mit mir zu spielen? Na schön. Wenn du es mir nicht sagst, lasse ich dich als Häppchen für die Wildschweine und Bären und Rehkitze hier. Überlegst dir gut. Was für ein Affront. Er unterdrückt die Künste. Nun spuck es schon aus. Es gibt da diesen Spezialmix, den ich vor jeder Vorstellung trinke. Danach kann ich Feuer schlucken und spucken und machen, was ich will. Ich verbrenne mich nicht. Das ist alles? Und das soll Kunst sein? Jeder verdammte Trottel kann sich die Kehle mit Schmiere verkleistern. Jetzt reicht es mir aber. Erst lassen Sie Ihre Hunde auf mich los, dann stehlen Sie mir mein Glied, jetzt werde ich beleidigt. Mir reicht's, ich gehe. Ich wollte den verdammten Schwindler nicht beleidigen. Tu was! Jetzt bin ich wieder, ja. Und dann vergisst du alles, was du im Wald gesehen, gehört und gesagt hast. Würde ein Schlag auf den Kopf vielleicht helfen, damit der verlogene Feigling wieder weiß, wo sein Platz ist? Schon gut. Geh zurück zur Hochzeit und führ deine Tricks vor. Deine Scharlatanerie. Gut, ich tue, was du sagst. Kommst du oder nicht? Ich komme! Dann zurück zur Hochzeit. Vielleicht finde ich dort interessantere Vergnügungen. Also ich mache immer die Gedanken... Ruhe bewahren und bei mir bleiben. Okay. Ich weiche dir nicht von der Seite. Der Wald ist voller Bestien. Also ich mache die Gedankeneinflussung immer nur, weil ich da noch Fertigkeitspunkte bekomme. Dass ich mich da ordentlich hochleveln kann. Jetzt müssen wir aber aufpassen vor den ganzen Rehen. Götter, ein Bär. Ein Bär? Das? So wenig wie dein Schniedel eine Zelt. Versteck dich, bitte. Ein Bär. Hey! Die schlucken es wohin, Kollege? Yes! So, wir nehmen natürlich die Wildsau mit auf. Sag mal, meinst du, dass Bären manchmal wie Wildschweine aussehen? Ich kann nicht gut gucken. Und ich bin Feuerschlucker, kein verdammter Naturkundler. Wahrlich, das bist du nicht, Meister. Ich vergaß zu fragen, wie man dich nennt. David Arkenstein. Hör zu, Meister Gartenklein. Bleib bei mir und dir wird kein Leid geschehen.
Ich sorge dafür, dass deine trunkene Feuerspuckvisage sicher bei der Hochzeit landet. Ey, ich hock hier gerade dort und muss nur grinsen bei dem seine Sprüche. Das ist der Wahnsinn. Der ist fast so gut wie der Metzger in Plantane, ohne Witz. Alter Schwede. Ich hoffe, wir können noch das andere Zeug alles machen. Der vermisste Feuerbläser ist wieder da. Und das war mein Werk, wenn ich das anmerken darf. Und Satan? Was ist mit ihm? Ist er nicht zurückgekehrt? Doch, ist er. Er verhält sich nur sehr merkwürdig. Scheint völlig verwirrt zu sein und ist steif wie eine Karotte. Vielleicht hat er Nachtschatten oder so etwas verspeist. Eure Aufmerksamkeit bitte. Wer ist Zeuge des spektakulären Auftritts eines furchtlosen Mannes, der Flammen verspeist? Dieses Spektakel müssen wir sehen. Ich habe so etwas zu Lebzeiten nie erlebt. Sehr cool, 72 Unterhaltungspunkte. Jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir 18 Uhr. 4 Stunden haben wir noch. Erledigt. Feuerspucker gefunden. Sein Arsch gerettet. Könnte ich weiter die Winzlinge spielen? Tot sich. Oh, Karten gewinnt, Alter! Yes! Willst du vielleicht eine Partie gewinnt mit uns spielen? Da musst du mich nicht zweimal fragen, Wicht. Kein Grund, beleidigend zu werden. Ich sag nur, wie es ist. Nee, tut mir leid. Tut mir leid. Ich wollte niemanden kränken. Dann hättest du ihn nicht Wicht genannt. Ich hab mich entschuldigt. Was soll ich tun? Ihm Blumen kaufen? Spiel einfach und hör auf zu reden. Spielen wir, meine Herren. Was ist dein Einsatz? Alles. Ich gehe aufs Ganze. Ich wusste nicht, dass du so ein Zocker bist. Du wirst heute noch viele Seiten an mir kennenlernen, Liebes. Viele große Seiten. Bei uns muss der Verlierer eigentlich nur Eselsohren aufsetzen. Das schert mich nicht. Ich werde siegen. Geil, gewinnt, Alter. Yes, gewinnt. Alter, entschuldige. Ich freue mich gerade. Echt. Oh, ich weiß gerade nicht, wohin mit mir. So. Wir könnten das nehmen, 28. Komm, weißt was? Wir nehmen mal die. Anführer, da schauen wir mal, was wir haben. Eredin. Für 2 Karten abziehen, eine Karte deiner Wahl. Okay. Passiv, verdoppelt die Stärke aller Karten mit dem Fähigkeit Spion. Wirkt auf beide Spieler, nee, das ist nicht gut. Verdoppelt die Stärke deiner Nahkampfding, sofern das Horn der... Das ist doof. Mach mal die. So, komm, wir probieren mal ein Monster. Ich bin gespannt. Und die haben nördliche Königreiche. Ja, so schlecht sind wir eigentlich gar nicht, ne? Wir werden mal die. Jo, und. Komm, die haben wir noch raus. So, jetzt bin ich gespannt, Freunde. Ich bin am Zug. Hopp jetzt. Geralt, alte Hütten. Bäm. Was? Nur eine Viererkarte? Das ist doof.
Okay, der kommt in der 6er. Oh, die müssen. Die sind, glaube ich, recht stark. Soweit ich das hier sehen kann. Das könnte jetzt doch eng werden. Uiuiui. Junge. Warte mal, was ist das nochmal? Belagerungskarten, geil. Weißt du was? Die ziehen wir mal gepflegt raus. Nein. Jetzt kriegt der aber noch zwei dazu. Okay, mein Freund. Boah, Junge. Junge, was fällt denn die eine? Boah, der hat 4 Karten mehr. Ja, bist du bescheuert? Was hat denn der für Karten, Freunde? Alter Verwalter. Ich werde mal passen. In der Hoffnung, dass der doch ein wenig weniger jetzt bekommt noch. Nein! Nein! Und jetzt ist in Führung. Ne, der muss noch so eine. Ach Gott. Der hat 3 Karten mehr jetzt. Jetzt muss ich natürlich aufholen. Jetzt muss ich natürlich gewinnen. Runden beginnen. Nein. Der Gegner passt. Weißt du was? Dann passe ich auch. Aber es schaut nicht gut aus für uns. Es schaut echt nicht gut aus. Ach Gott, oh Gott. Jetzt bin ich auch noch am Zug. Das könnte vielleicht... Geralt holt er. Der holt den Geralt raus. Junge. Okay. Was sagst du dazu? Wieso hat er nur 2, Alter? Nein. Nein. Was war die Anführerkarte nochmal? Obwohl, das ist die letzte Runde. Komm, die nehmen wir. Wow. Welche wäre da noch gut? Die vielleicht? Kommt die auf jeden Fall noch? Und die noch, oder? Komm, dann haben wir 2,15, ne? Nein, warte mal, jetzt habe ich doch irgendeinen Mist gebaut, oder? Die ist vielleicht nicht schlecht, ne? Alter, wie viele Karten habe ich denn da? Ey, leck mich doch fett. Welche wäre das Gescheitste eigentlich? Ich glaube, da wäre dann doch dies Gescheitste, ne? Diese eine, die dann, ne? So, was macht der Gegner? Nein! So. Die Hoffnung stirbt bekanntlich ja immer zuletzt. Ach, dann kommt er mit der Nebelkarte. Verdammt. Nein, und ich habe ja solche Karten, ne? Komm, wir hauen die raus. Mir schwant ja Böses, ne? Mir schwant ja echt Böses hier. Ach Gott, oh Gott. Schade, schade.
Und der führt halt ordentlich, ne? Der Junge führt halt ordentlich. Was ist eigentlich nochmal die Nebelkarre? Scheiße, Fernkampfwaffen. Die können wir nicht einsetzen. Jetzt wird es richtig eng, ey. Leck mich am Arsch. Jetzt wird es richtig eng. Kommt der nochmal mit einer 8 und verdoppelt den Rotz. Alter. So, dann nehmen wir halt die Kröte. Nein, und kann er nichts töten. Ey, willst du mich verarschen? Nein! Du Bastard! Nein! Jetzt, wieso mache ich das? Ach, ist das bitter jetzt? Ist das bitter? Ich habe eindeutig das falsche Kartendeck genommen. Keine Chance, Freunde. Keine Chance. Das gibt's doch nicht. Und ich habe auch falsch raus. Dann jetzt weiß ich, wo mein Fehler lag. Ach, komm ey. Okay, wir machen auf jeden Fall nochmal. Verloren, Hexer. Gib mir deinen Einsatz. Also alles. Also, vielleicht können wir uns einigen. Versuch nicht, dich rauszubinden. Her mit dem Geld. Was machen wir denn jetzt? Anderer Leute Geld verzocken ist einfach. Ich wollte gewinnen und dir das Geld geben. Im Grab kann ich's nicht brauchen. Aber du hast verloren, also zahl. Sowas? Er redet mit sich selbst. Er muss ja strunzblau sein. Eine Saufnase plündern wir nicht. Lass ihn die Eselsohren aufsetzen und gut. Moment mal. Der Typ braucht eine Lektion. Er soll die Ohren aufsetzen und uns 5% seiner Barschaft geben. Gehört. Einverstanden. Ihr bekommt 5% und ich trage die Karre. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Und Wladimir von Everreck ist ein Ehrenmann. Hörst du? Er ist so voll, dass er sich für Wladimir von Everreck hält. Der Gauner ist längst kalt. Genau. Mit diesen Ohren siehst du sehr interessant aus. Trinkt! Das ist schließlich eine Hochzeit. Trinken wir. Meine Zeit ist so kurz wie ihr, Freunde. Auf den Hexer und seine Angetraute. Hörst du, Shani? Meine Verlobte? Weißt du, was das heißt? Nein. Wir sollten uns wie Verlobte betragen. Und zwar? Ich mach dir den Hof, du ziehst dich und jeder weiß, wie es endet. Ah, was für eine Vorstellung. Möge der Spaß weitergehen. Scheiße, kann ich nochmal gegen die spielen? Ich glaube nicht, ne? Die Frage ist jetzt auch, wie viel Uhr haben wir denn? Das ist genau meine Musik. Tanzen wir. Meiner Erfahrung nach passen Hexer und Tanzen nicht zusammen. Heute passen sie zusammen, wie Braten und Schnaps. Tanzen wir die Scheune nieder. Genießen wir die gute Zeit. Besonderes für unsere besonderen Gäste. Hexer Geralt und seine entzückende Partnerin Shani. Musikanten, spielt auf für das schöne Paar. Endlich geht's ans Tanzen. Komm, Shani, ich zeige dir jetzt meine romantische Ader. Du bist wirklich nicht übel.
Ich bin der König der Tänze. Komm, wir sind mal wieder auf Playboy gesinnt. Es heißt, Tanz ist nur die Vorspeise zu einem intimen Hauptgericht. Wer sagt das? Ich zum Beispiel. Und was genau meinst du mit intimeren Hauptgericht? Oh, das ist ein faszinierender biomechanischer Vorgang. Für dich als Gelehrte und Medizinerin sollte er von höchstem Interesse sein. Ich würde ihn dir gerne näher erläutern, aber es ist schrecklich laut hier. Siehst du die Leiter? Die führt zu einem Heuboden. Da würde uns gewiss niemand bei dieser äußerst fesselnden Interaktion stören. Das Lied ist wohl vorbei. Weißt du, wie ein echter Tänzer seiner Partnerin dankt? Ich glaube nicht. Oh, was machst du da? Hast du den Verstand verloren? Das habe ich. Meinen Verstand, mein Herz. An dich. Damit eins klar ist, du kannst sagen, was immer du willst, aber deine Hände behältst du bei dir, verstanden? Was machen wir denn? Ja, ja. Aber gib's zu, es war fantastisch, oder? Ist irgendwas, was du tust, nicht fantastisch? Die Damen liebten meine Küsse. Von den anderen Lippenkunststücken ganz zu schweigen. Ja, schweigen wir von denen. Kann ich kurz mit Geralt sprechen? Wozu? Dieser Schnarcher hat dir nichts Interessantes zu sagen. Bitte. Na schön. Siehst du, wie ich sie rumkriege? Versau es bloß nicht. Wie ist das, wenn der Geist dich übernimmt? Fühlst du was? Kannst du was tun? Ich kriege alles mit, aber ich kontrolliere nicht, was ich tue oder sage. Warum fragst du? Ich wüsste gerne, wie es ist, mit dir zu tanzen. Nur dir. Ja, komm, das ist so schön, ey, na klar. Ich täte gern, was er gerade getan hat. Warum tust du es denn nicht? Na, raus damit. Aber normale Menschen benehmen sich nicht wie Wladimir von Everreck. Weil sie Jammerlappen sind. Sei nicht grob. Insgesamt ist er ziemlich amüsant. Ah, hörst du? Ich bin amüsant. Und dir sitzt ein Stock so tief im Arsch, dass du keine Hüte tragen kannst. Hast du den Mann gesehen, der unser, euer Lied angesagt hat? Ja, er hat getan, als würde er mich kennen. Dabei haben wir uns nie getroffen. Wer war das? Gaunter Odin, der Spiegelmeister. Was macht er hier? Frag ihn doch. Ja, er hat sich gezeigt. Da müssen wir mit ihm reden. Schon mal überlegt, dass er in der Gegend war und spontan vorbeigekommen sein könnte? Der tut garantiert nichts zufällig. Und erst recht nicht aus einer Laune heraus. Bah, ich soll hier Spaß haben und stehe seit 5 Minuten da wie die Ölgötzen, während ihr plaudert. Ich komm wieder rein. Ah, schon besser. Los, Charlie, verschwätzen wir nicht die ganze Nacht. So, sprich auf der Hochzeit mit dem Spiegelmäuse. Das ist jung, komm, lass uns wild sein. Komm, wir haben noch einiges Zeug zu erledigen. Deswegen gehen wir jetzt mal hier rüber. Was können wir hier machen? Leute, was kann ich hier machen? Was für ein Sport ist das?
Ihr stolpert hinter Schweinen her, oder? Die Jungs kämpfen darum, zum König der Schweinehirten gekrönt zu werden. Und um den dazugehörigen Preis für ihre Weib... ich meine, ihre Frauen zu ergattern. Und die Regeln? Man muss der Sohn eines Schweinehirten sein, richtig? Nein, jeder Mann kann sein Glück versuchen. Man muss nur die gelb markierten Schweine in den Pferch treiben. Alter, was ist das für ein geiles Ding, Alter? König der Schweinehirten, wie? Und was erhält der genau? Eine fürstliche Summe, will ich hoffen. Kein Geld, es geht nur um die Ehre. Der König der Schweinehirten erhält als Krone einen Lorbeerkranz, der als Zeichen seiner Würde am Sattel befestigt wird. Du hast noch Preise für die Frauen erwähnt. Sind die der Mühe wert? Aber sicher! Schön wie Gemälde, jeder einzelne. Gewinne und sie selbst. Sehr cool, machen wir doch gleich. Klingt nach absolutem Schwachsinn. Aber warum nicht? Es wäre uns eine Ehre. Ein Hexer mit Eselsohren, der Schweine treibt. Besser als jeder verdammte Zirkus. Was hast du gesagt, Bauer? Ich? Nichts. Gut, belass es dabei. Schaff diesen Krüppel weg. Der bekommt ja nicht mal sein eigenes Weib ins Bett. Wie soll er da ein Schwein einpferchen? Lass mal den Hexer ran. Alter, geil, jetzt dürfen wir Schweine treiben. Okay, wie muss ich das machen? Schade, dass kein Maler anwesend ist. Diesen Moment sollte man für die Nachwelt festhalten. Siehst du meine Bewegung, Schade? Wo muss ich da rein? Wie eine Katze und schlau wie ein Fuchs. Ich werde diesen Trotteln zeigen, wie man schweigt. Warte mal. Komm da rein. Komm, kleines Schweinchen. Der Pferch wartet schon auf dich. Komm. Komm, liebe Schweinchen. Komm da rein, komm. Oink, oink. Wie kriege ich die Sau da rein? Oink, oink, oink. Nein. Obwohl, eines habe ich jetzt drin, ne? Hast du gesehen, Shani? Ein Schwein eingepfercht. Komm, hier rein. Komm. Schweinchen. Ja, komm. Okay, jetzt muss ich noch eins reintun. Nein. Oink, oink. Blöde Sau, komm. Na komm, geh rein, Alter. Komm, suck, 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 suck. Du blöde Sau. Geht's da rein? Komm, lauf ein wenig schneller. Komm rein mit dir, rein! Lauf rein! Also, es war gar nicht mal so leicht, ne? Oh, Junge, 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 Junge. Komm rein mit dir. Rein. Rein. Komm. Folgst du mir? Ja, komm. Ja, fein. Komm rein jetzt. Hammer, oder? Ich weiß es nicht. Seht her, ihr Bauerntrottel. Lernt von eurem Meister. Sind die Schweine eingepfercht? Wahrlich, das sind sie. Geh da, Meister Hexer. Ah, was war das gerade für ein Trick mit den Fingern? Genau, hab ich schon mal gesehen. Ein Hexer sagte meinem Mann, dass er sich aufhängen solle. Dann zeichnete er ein paar Figuren in die Luft und der Typ wurde wahnsinnig. Das heißt, du hast betrogen und wirst nicht zum König der Schweinehirten. Was? Ich hab gar nicht betrogen. Shani, was sagt Geralt in solchen Situationen?
Verdammt! Ja, ganz genau. Verdammt! Das würde ich sagen. Geht und schiebt euch eine Harke in den Arsch, ihr Hundesöhne! Sehe ich aus wie ein Schweinehirte? Komm, Shani. Ich hab genug von diesen Hinterwäldlern. Vergib mir, Shani. Ich habe dich enttäuscht. Wegen des Schweins? Das brauchst du nicht. Aber ich wollte dieses Ding für dich gewinnen. Ernsthaft, das ist nicht wichtig. Nicht im Geringsten. Sag mir, Shani, mit was bekommt man dich um? Wie meinst du das? Ich möchte dich erobern. In Geralds Namen und Gestalt natürlich, aber dennoch, je mehr ich meinen Charme spielen lasse, desto weniger scheinst du ihn jedoch zu erleben. Also sage mir, woran hapert es? Vielleicht stehe ich einfach nicht auf dich. Schon mal daran gedacht? Unsinn. Alle Mädchen stehen auf mich. Ist das so? Dann beweise es. Mit Vergnügen. Zeig mir ein Mädchen. Sie wird mir innerhalb weniger Augenblicke aus der Hand fressen. Da, die mit der Girlande. Ausgezeichnete Wahl. Werde nun Zeuge der Magie von Wladimir von Evereck. Wen haben wir denn da? Kennen wir uns? Nein, wir sind uns nie zuvor begegnet, aber ich habe mein halbes Leben auf dich gewartet. Die andere Hälfte schaffst du auch noch. Warte doch, Schönheit. Sabotiere mich nicht, Charlie. Das gehört sich nicht. In Ordnung. Ich halte mich ab jetzt raus. So, liebe Freunde, hätte ich gesagt, machen wir hier eine Pause. Weil ich möchte auch immer schon ungefähr eine halbe Stunde machen. Und ich glaube, das ist ein guter Cut. Und morgen werden wir dann versuchen, diese Frau rumzukriegen. Ich finde es auch schön, dass Shani nicht gleich mit uns so ins Bett steigt. Ne? Dass sie jetzt nicht so in Anführungsstrichen so ein Flittchen ist. Aber finde ich schon gut, doch, muss ich sagen. Aber richtig cool, Alter. Wir haben getanzt. Hat richtig gut ausgeschaut. Wir haben die Schweine eingetrieben, auch wenn wir ein bisschen beschissen haben dabei. Also, was für eine Hochzeit. Richtig geil. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis morgen zu The Witcher 3. Servus.